Ist es richtig, eine Frau zu schlagen? Vor einiger Zeit, vor genau 16 Monaten, habe ich mich entschlossen, ins Darknet zu begeben, um der Frage nachzugehen, ob die soziale Arbeit dort präsent sein sollte, präsent sein könnte auch. Und meine Intention war, eben zu schauen, wo ist die soziale Arbeit präsent im Darknet? Ist sie überhaupt präsent? Und was finden sich da in den verschiedenen Darknet-Foren auch für Themen? Gefunden habe ich Erschreckendes, anders kann man es irgendwie nicht sagen. Gefunden habe ich ein Forum mit dem Titel The Dark Lair, also die dunkle Höhle, die von der Sprache in Englisch war, aber die Themen haben mich wirklich sehr beschäftigt. Mitunter habe ich dort eben eine Frage, die auch hier in dem Titel eben steht, ist es richtig, eine Frau zu schlagen, gefunden. Ich habe mich gewundert, wie kommt jemand drauf, diese Frage zu stellen und wieso stellt er diese Frage im Darknet? Ich habe versucht, jetzt im Folgenden einen Vergleich zu ziehen, wie wird diese Frage im normalen, im konventionellen Internet bearbeitet, sei es bei Facebook oder auf sonstigen Webseiten, wird sie überhaupt bearbeitet, wird sie auch begleitet von irgendeiner Form der sozialen Arbeit und wie sieht es dann als Pendant dazu im Darknet aus? Das Darknet zeichnet sich ja durch die Nichtkontrolle, eher auch durch die Nichtzensur aus. Und ich habe mir gedacht, wenn alle Hebel, wenn alle Rahmenbedingungen weg sind, was passiert dann? Wie werden solche Fragen überhaupt diskutiert? Wie werden solche Fragen überhaupt diskutiert? Die Frage stelle ich mir auch heute. Ich bin in Ravensburg am Bahnhof unterwegs nach Köln. Es geht heute zur internationalen Migrationskonferenz. Da halte ich einen Vortrag, gibt es so einen kleinen Workshop zu diesem Thema. Darknet, Migration, kulturelle und digitale Codes. Ein großes Spektrum, was wir da aufgemacht haben. Der Hintergrund war im Prinzip, dass der Call für die Konferenz genau dann kam, als ich mitgekriegt habe, du machst mit deinem Podcast ohnehin einen Beitrag zu Darknet und sozialer Arbeit. Und dann dachte ich, Darknet, Migration, da müsste es doch eigentlich was geben. Und ich habe dann diese Fragen gestellt, ob er die recherchieren kann, die jetzt da auch im Programm zusammengestellt sind. Also, was sind die Codes, was sind die Diskurse, was sind die Kommunikationswege und Möglichkeiten im Darknet, welche kulturellen Codes gibt es, welche digitalen und welche Formen von Identifikation oder Solidarisierung gibt es dort, weil wir oder beziehungsweise ich mich da auch gefragt habe, wie einige auch in der Sozialpädagogik, ist denn das nicht ein Paradox? Da stelle ich mal einfach ein Zitat vorne weg. Ist es nicht ein Paradox, dass gerade Menschen mit Migrationshintergründen, die ihre soziale Unterstützung translokal organisieren und wichtige emotionale und materielle Unterstützung translokal erhalten können, räumlich in mitunter total geschlossenen Arrangements leben? Für die Menschen bedeutet dies, in einer Welt komplexer Verflechtungen von Raumbezügen zwischen digitalen Räumen und Nachbarschaften lokal in geschlossenen Räumen normalisiert zu werden, in Anführungszeichen,
Ein Unternehmen, um mit Goffman zu reden, erscheint hier als einzige Möglichkeit. Das ist ein Zitat von Wolfgang Schröer, wo es um entgrenzte Räume zu sozialpädagogischer Forschung geht. Und diese Raumfragen und diese Frage um, wie werden kulturelle, migrationsbedingte Sozialisationen oder Möglichkeiten, sich zu identifizieren, zu solidarisieren, im Darknet auch thematisiert, dem sind wir nachgegangen, vor allem jetzt eben einfach an diesem Kristallisationspunkt Gewalt. Also wer leidet unter Gewalt und kann sich da vielleicht Hilfe holen? Wer übt Gewalt aus, ist da aber vielleicht auch nicht ganz sicher, ist es richtig, eine Frau zu schlagen? Ist ja so eine Frage gewesen, über die wir gestolpert sind. Und inwieweit müsste denn jetzt eigentlich in der Konsequenz auch soziale Arbeit in der Pflicht sein, sich dort in die Diskurse einzubringen im Darknet oder sich zu positionieren? Jetzt eben entweder für die Subalternen die Stimme zu verstärken, so mit Spivak mal gesprochen, oder eben auch bewusst zu widersprechen in manchen Diskursen und zu sagen, nein, es ist nicht richtig, eine Frau zu schlagen. Beispielsweise. Genau, so kamen wir drauf und den Rest darf ich dir überlassen. Du hast die Recherche übernommen, du hast die ganzen Zugänge alle möglichen.